sonst geht diese Gesellschaft unter. Dieses Blut. Heute ist der 2. November 2020. Es ist eigentlich keine Zeit mehr, um den heißen Brei zu reden. Man muss wirklich die Kernpunkte bezeichnen und sich nicht in Nebensächlichkeiten ablenken lassen. Auch wenn es dann das Thema Covid und Lockdowns und so weiter geht, muss man sich fokussieren, was steckt dahinter, was sind die Haupttreibkräfte von diesem ganzen Geschehen. Die Ursache von diesem Schlamassel da ist Satan selber, der Lügner und Mörder von Anfang an. Satan hat keine Kraft, außer sie wird ihm von den Menschen gegeben, die in Sünde und Ungehorsam und Gottlosigkeit und Rebellion leben. Nur so und nur durch Verführung hat er Kraft. Also das ist die haupttreibende Kraft, das ist Satan, aus der Hölle rauskommt das ganze Covid-Terror. Auch alle Krankheiten kommen von Satan, nicht von Gott. Und das ist, was da abläuft, ist kein Gericht Gottes. Das Virus ist auch auf jeden Fall nicht von Gott. Gott schickt nicht solche Sachen, das ist von Satan. Also das ist die haupttreibende Kraft. Und unter den Menschen sucht er Organisationen und Menschen mit teuflischen Agendas, die dann die korrupten Regierungen schmieren. So läuft das ab in dieser gefallenen Welt, wenn wir, der Leib Christi, es nicht stoppen. Gott hat nicht die Kontrolle über dieses Weltgeschehen. Also das darf man nicht falsch verstehen. Klar könnte Gott eingreifen und alles zerstampfen, was gottlos ist. Aber das macht er so nicht. Die Kontrolle über dieses Weltgeschehen hat immer noch dieser mit kleinem G geschriebene Gott, der Gott dieser Welt, der Satan. Und er hat die nur, weil die Menschen sie ihm geben, nach wie vor. Und Jesus hat Satan am Kreuz vernichtet und hat einen neuen Mensch gemacht. Und er hat uns, den an Jesus Gläubenden, uns hat er aus dem Reich Satans herausgerissen und in sein Reich gesetzt. Und wir hier in unserem Leib, wir sind das Bodenpersonal von Gott. Uns hat er die Vollmacht gegeben, Gott. Also Gott hat in dieser Welt nur insofern Kontrolle, wie wir als Leib Christi leben, sprechen und handeln. Wenn wir die Agenda Satans tolerieren, dann macht eben Satan und diese bösen Menschen diese Sachen. Wenn wir aber dagegen aufstehen, dagegen sprechen und auch dagegen stimmen im Himmel und auch auf der Erde und das gottlose Zeug nicht tolerieren, dann können die auch nicht weiterfahren. Und Satan hat gemerkt, dass er nicht mehr viel Zeit hat, dass jetzt eine Armee von Christen auferweckt wird, die anfangen, ihre Verantwortung zu übernehmen. Deshalb ist er so wütend und er probiert, diese ganze Endzeitsache zu beschleunigen. Er probiert, den Untergang der westlichen Zivilisation zu beschleunigen mit diesen Lockdowns. Und ich habe gesagt, wir dürfen nicht mehr um den heißen Brei reden. Es geht hier nicht um ein Virus. Ich kann rechnen. Und ich habe schon im März gerechnet und der Dr. Wodak hat als Seuchenspezialist im März die Zahlen durchgegeben. Was mich auch nicht erstaunt hat, weil ich schon seit 15 Jahren weiß, dass es keine krankmachenden Viren gibt. Hat es mich auch nicht erstaunt, dass es wirklich so ist. Wodak hat im März gesagt, es gibt keine außergewöhnliche Sterberate, also gibt es auch keine Pandemie und keine Epidemie. Es gibt nur eine Epidemie der Tests. Das habe ich und auch Wodak schon im März gesagt und ein paar andere auch. Und das hat sich bestätigt, dass immer mehr die Todesfallzahlen beweisen, dass das Covid nur ein Betrug ist. Der ganze Test ist nur ein Betrug, das ist ja jetzt auch klar. Der PCR-Test ist nicht geeignet, eine Infektion festzustellen. Also kann man damit in allen Fällen, die uns betrifft, mit Maskenpflicht, mit allem, mit irgendwas, was uns verboten wird, vor Gericht gehen und einfach das Argument vom PCR-Test nehmen. Das ist wissenschaftlicher Fakt, anerkannter Fakt, dass dieser Test keine Infektion beweisen kann. Und zudem ist die Covid-19-Sequenz ein Teil von Chromosom 8 von uns selber. Und diese Corona-Partikel, das sind Exosomen, die sind Aufräumpartikel, das kommt dann noch dazu. Aber man kann die ganze Betrug der Regierungen widerlegen am PCR-Test und die Regierungen haben genug lange Zeit gehabt, falls sie im März noch geglaubt haben, dass da eine Seuche gewesen wäre,
haben sie genug lang Zeit gehabt, das längst zu durchschauen. Es ist nicht möglich, dass die Regierungen immer noch blind handeln und wirklich meinen, es sei hier eine Gefahr von einem Virus. Das ist nicht mehr möglich nach so langer Zeit. Wenn das ein Regierender, einer im Gesundheitsamt oder in der Regierung immer noch glauben würde, wäre seine Dummheit so extrem gefährlich, wie wenn man einen Affen bei einer Atombombe roter Knopf aufgeschlüsselt, auf dieser Tastatur schlagen lassen würde. So gefährlich wäre diese Doofheit, die wäre sogar gefährlicher als die Bosheit. Aber die Regierungen handeln in Bosheit, in Hochverrat gegen ihre eigene Bevölkerung. Sie führen die Great Reset Agenda von Klaus Schwab durch. Diese Lockdowns sind nicht wegen einem Virus, nicht wegen Ansteckung, sondern um die Great Reset Programm durchzuführen. Und die wollen Zeit gewinnen, damit sie alles vorbereiten können. Und sie denken dann, wenn sie alles kaputt gemacht haben, alle Geschäfte, alle Kleinmittelstand, alle Gastronomie, Tourismus und viele, viele andere Sachen, auch Autoindustrie, wenn sie die ganze Industrie kaputt gemacht haben, meinen sie dann, sie können die Menschheit, die noch überlebt hat, ködern mit den Dings Schuldenerlass in privater Hinsicht und auch für Staaten Schuldenerlass. Deshalb machen die Regierungen mit, weil der IMF, International Monetary Fund und andere Hochfinanzinstitute versprechen den Regierungen Schuldenerlass. Es gibt dann nur noch ewige Staatsanleihen oder gar nicht mehr. Das Geld wird dann einfach wirklich nur noch per Diktatur hergestellt, so wie im Kommunismus. Man kann sich ja noch erinnern, die Ostmark war quasi wertlos, weil dahinter eine Diktatur war im Vergleich zur Westmark. Das ist das Geld, dass diese Typen vom Great Reset dann kreieren werden, egal in welcher Form. Wenn eine Diktatur Geld herausgibt, ist das Vertrauen in dieses Geld so gering, dass es nichts wert hat fast. Weil man in eine Diktatur kein Vertrauen setzen kann, weil eine Diktatur kann dir morgen sagen, ah nein, das machen wir jetzt dann, das hat jetzt nur noch halb so viel Wert. Oder das ist dort nicht mehr gültig und so, oder das ist nur dann gültig, wenn du geimpft bist. Eine Diktatur, deshalb hat man kein Vertrauen in so eine Währung, aber die wollen global oder europäisch weit eine solche Währung umsetzen. Neue. Und die Menschen, die normalen Menschen, die die Lockdowns noch überlebt haben werden, die will man dann ködern mit bedingungslosem Grundeinkommen. Oder wie das heißt. Bedingungslos ist sie sowieso nicht, weil man muss, wenn man das will, muss man ihr Programm akzeptieren, die Impfungen akzeptieren, etc. Die ganzen Maßnahmen, die sie einem vielleicht immer noch auferlegen, muss man akzeptieren, sonst kriegt man das nicht, also ist es sowieso nicht bedingungslos. Und die Leute, die das Malzeichen oder diese Impfungen nicht annehmen, die sind sowieso markiert als Gefahr, dann diese Dings droht uns. Also alle Lockdowns haben nur den Grund, weil die Regierung bewusst in dieses Programm von Klaus Schwab, Great Reset, eingestiegen sind. Es geht nicht um Bekämpfung eines Covid-19. Der Covid-19 ist höchstens ein Teil, falls das überhaupt etwas Neues oder anderes ist, ein Teil der üblichen saisonalen Grippe- und Erkältungswellen, nichts mehr. Der PCR-Test, falls er überhaupt etwas Richtiges anzeigt, zeigt er einfach an, dass du ein Mensch bist, der auch schon mal eine Erkältung hatte, also jeder. Deshalb kann der PCR-Test bei jedem Anschlag, ist ein Betrug. Der kann keine echt wirkende Infektion feststellen. Nicht möglich, das ist der Betrug. Du kannst und du sollst damit vor Gericht gehen. Du kannst schon nur, weil du selber gezwungen bist, eine Maske zu tragen, damit vor Gericht gehen auf den Polizeiposten und Anzeige gegen Regierung und gegen Unbekannt machen, weil das eine unmenschliche, nicht gerechtfertigte Maßnahme ist. Grund, der PCR-Test ist ein Betrug. Mehr muss man als Beweis nicht mal bringen. Und es müsste jetzt wirklich langsam massenhaft Strafanzeigen eingereicht werden in allen Ländern. Alle betroffenen betroffene Restaurantbesitzer, Hotelbesitzer, alle, wenn dein Geschäft leidet, dann zeige endlich an. Wenn dein Kind in der Schule Maske tragen muss, dann zeige endlich an. Zeige die Leute vom Gesundheitsamt an und zeige die Regierung an. Macht endlich diese Anzeigen und zwar massenhaft. Und zwar wegen dem und nehmt als Grund, schaut euch die Filme von Füllmich an und nehmt als Hauptgrund diesen PCR-Test. Der hält vor Gericht. Es gibt auch schon Fälle, wo das Gericht das entschieden hat. Es gibt auch viele Anwälte bereits, die mit diesem Argument argumentieren. Man muss jetzt handeln. Und jetzt komme ich zum Titel vom Video. Der beschleunigte Untergang der westlichen Zivilisation.
Sie wird sowieso untergehen, aber wenn man sie noch beschleunigt, Satan hat nicht mehr viel Zeit, er hat es gemerkt. Und er probiert es zu beschleunigen die ganze Zeit. Also rechne damit, dass das Mahlzeichen kommt, bevor es einen Antichrist gibt. Weil wenn du jetzt schon mit einem RNA-Covid-Impfung geimpft wirst, und wenn du nicht machst, kannst du kaum mehr in Läden, kaum mehr Food einkaufen und wirst da draußen gebrandmarkt als Gefahr. Was ist das dann anderes als ein Mahlzeichen? Also die Reihenfolge muss nicht stimmen. Da kann ein Mahlzeichen da sein, das dich das ewige Leben kostet, wenn du es annimmst, weil du dann wie ein Zombie rumläufst und nicht mehr wie ein Mensch, wenn du es annimmst, deine DNA verändert ist. Und der Antichrist ist noch nicht da. Es steht auch nirgends in der Bibel, wir sollen auf einen Antichrist warten, wir sollen auf Jesus höchstens warten. Nicht mal das ist der Richtige, sondern wir sollen uns als seine wahre Kriegsbraut parat machen. Ja, vielleicht kommt er dann mal. Er kommt sowieso erst, wenn die Christen wirklich standhaft eine Kriegsarmee gebildet haben, hier unten eine Kriegsbraut sind, die geschmückt ist und fehlerfrei und die Satan unter ihre Füße getreten hat. Für sowas würde ich kommen, wenn ich Jesus wäre und nicht für so eine halbpatzige, lauarme Brühe, die zum Rausspucken ist. Bah! Ich bin heute gerade auf ein Instagram Profil gestoßen von einem Christ, der mich, weil ich im März schon ein Video gemacht habe über die Pandemie der Betrugstests, schon im März habe ich das gemacht, dann hat er mir darunter geschrieben, was ist das für eine verschwörungstheoretische Sekte hinter meinem Account, hat er geschrieben. Ich habe dann geschaut jetzt in seinem Profil, das ist ein Christ und ich schäme mich für diese Blödheit, wirklich. Es hat mich aus dem Konzept geworfen. Der verteidigt bis heute diese Maßnahmen dieser Terrorregierung. Er verteidigt Terrorismus. Er verteidigt Zerstörung der Volkswirtschaft. Satanische, beschleunigte Zerstörung. Dass der westliche Zivilisation sowieso kaputt geht, muss man nicht noch beschleunigen. Es geht sowieso kaputt. Es hängt der Fluch, den diese Gesellschaft, diese Mordgesellschaft, sich auferlegt hat von dem Blut der abgetriebenen Kinder auf uns. Und das Irrsinnige bei diesem Account von diesem Christen ist, er ist gegen Abtreibung, habe ich da irgendwo gesehen, aber er betet dafür, dass Trump nicht gewählt wird. Trump ist der einzige von diesen zwei Kandidaten, der gegen Abtreibung sein wird und ist. Der Biden ist ein Abtreibungsmörder und befürwortet die marxistische Great Reset-Agenda. Heil Klaus Schwab. Heil Bill Gates. Ja, das ist das Mahlzeichen, sorry. Das ist... Wie kann man so verblendet sein, ehrlich gesagt? Es ist eine Schande, es ist richtig eine Schande. Richtig. Wacht auf, wenn da jemand das noch nicht durchschaut hat. Wacht auf. Der Westen geht sowieso kaputt. Bis ins Jahr 32. Aber er könnte ja langsamer kaputt gehen und nicht so beschleunigt und nicht so selbstmörderisch, wie es abläuft. Wenn der Widerstand gegen das Covid-Regime noch eine Chance haben soll, dann müsst ihr jetzt das wirklich so benennen. Die Regierung tut bewusst Hochverrat betreiben, indem sie bewusst diese marxistische Agenda Great Reset übernommen hat und indem sie auch bewusst Gelder von Bill Gates angenommen hat, um diese Impfungen durchzuführen. Und diese Impfungen sind direkt aus der Hölle. Die machen die Menschheit kaputt. Bill Gates gehört Todesstrafe. Ist ein Völkermörder. Ich plädiere für Todesstrafe für Bill Gates. Ja, er ist ein Völkermörder. Er hat hunderte, tausende von Toten, Impftoten, Impf- und Impfgeschädigten Kindern auf dem Gewissen. Und er freut sich, wenn die Menschheit dezimiert wird durch Hunger und durch all diese Maßnahmen. In Afrika hungern sie jetzt schon wegen Lockdown, Klaus Schwab. Und auch wegen diesen Impfungen sind dort auch in Afrika viele destilliert. Also, wie sagt man? Kinderlos, kommt mir das Wort nicht in den Sinn. Viele Frauen sind kinderlos geimpft worden. Und viele Kinder und Menschen sind verseucht und verstümmelt von diesen Impfungen weltweit. Das ist ein grausames satanisches Programm und Satan hat Wut, weil er nicht mehr viel Zeit hat. Und ich und wir, Kriegsbraut Christen, haben auch Wut auf Satan. Wir zertrampeln den unter unsere Füße und wir erlauben nicht in unserem Leben, nur über meine Leiche wird geimpft. Das ist unser Statement. Unsere Kinder und unser Body wird nur über unsere Leiche geimpft und ich wehre mich auch, ich werde das nicht wehrlos machen lassen. Und das ist unser Standpunkt. Und ich werde zerschlagen in diesen Gebeten, die ich formuliert habe, im strategischen Papier am Schluss und vorher schon historisches Gebet auf jesusforyou.ch. Könntet langsam aufwachen und diese Sachen verbreiten. Weil, wenn das nur drei Christen beten, ist das zu wenig, um anerkannt zu werden als Regierung. Aber wenn vielleicht pro Stadt 10 Christen das beten, ist das eine repräsentative Regierung, die bei Gott was zu sagen hat und Gott wird dann handeln. Wir können diese Agendas stoppen. Bill Gates, Impfagenda und Klaus Schwabs Lockdown
Great Reset. Wir können das, wir Christen können das, wenn wir das aussprechen. Aber es braucht genug Leute und es braucht nicht solche Dummköpfe, die das noch verteidigen, diesen Terror. Jesus hat gesagt, die Kinder der Finsternis sind cleverer als die Kinder des Lichts. Leider ist das so. Und ich versündige mich vielleicht, wenn ich diese Leute Dummköpfe nenne. Ich schäme mich für das, ich schäme mich. In Deutschland ist ja eigentlich der Widerstand gegen das Covid-Ding extrem groß, aber sie fangen an zu killen. Die killen die Leute, die killen den Widerstand. Sie zensurieren und killen das. Hörstel hat gerade ein Video rausgegeben, da sind jetzt 3 wichtige Leute gestorben. Der Oppenheimer wollte öffentlich einen Fernsehauftritt machen, wo er die Regierungsmaßnahmen kritisiert hatte. Und er, kurz vor dem Auftritt ist er geherzinfarktet worden. Hörstel sagt, das ist kein Geheimnis, dass die Geheimdienste Herzinfarktpistolen haben. Wir Christen könnten um Schutz beten für die Leute, die sich exponieren, die Mut haben, rauszustehen und gegen dieses Terrorregime zu sprechen, damit sie nicht umgelegt werden. Ich mache jetzt so ein Gebet, aber wenn dann nur 3-4 Leute oder vielleicht auch nur 10 Leute für das ganze Land mitbeten, weiß ich nicht, ob das reicht. Aber lasst uns jetzt zusammen beten um Schutz für alle, die den Mut haben, die auch eine wichtige Position bereits haben. Der Oppenheimer ist sehr bekannt. Und auch die anderen, der Chef, dieser Finanzchef, der im März gestorben worden ist, geselbstmordet worden ist, auch der war wichtig und der konnte das nicht ertragen, diese Finanzdingsänderungen. Die hat das mitgekriegt, das ganze Lockdown-Programm, und hat sich dagegen gestellt und wurde geselbstmordet. Und wir müssen beten um Schutz für diese Leute. Ein paar von den Leuten wie Janich und Oliver Janich, da habe ich schon seit Jahren um Schutz gebetet. Hörstel auch, glaube ich. Christoph Hörstel muss man auch um Schutz beten, damit er nicht gekillt werden kann von diesen Terroristen, Regierungen und ihren Geheimdiensten. Satans Brut, Elende. Und ihr könnt ja unten im Kommentar mal eine Liste von wichtigen Leuten machen, die man per Gebet schützen muss. Und dann sollten vielleicht mal ein bisschen mehr als 3 Christen sagen, ja, wir beten damit. Herr Jesus, wir beten für alle Leute, die sich exponieren, wichtige Leute, die eine große Zuhörerschaft haben, die sich exponieren und dieses Lockdown anprangern öffentlich. Wir beten auch, dass du Personen erweckst, die im Mainstream ad hoc die Wahrheit sagen über diese Lockdown-Agenda von Klaus Schwab, diese satanische, zerstörerische, und die auch im Mainstream sagen, dass das Ganze, was die Regierung macht, Hochverrat ist. Man muss dieses Wort in den Mund nehmen, es ist Hochverrat. Sie haben die Verfassung, das Grundrecht von all diesen Ländern verraten. Sie haben die Demokratie und die Republik verraten. Das ist Hochverrat. Die Agenda, die internationale Agenda von IMF und WEF und UNO ist Hochverrat. Die WHO hat Angst gekriegt, die stellt sich jetzt gegen Lockdowns, aber auf die hört man jetzt nicht mehr, komischerweise. Wenn die WHO sagt, Pandemie ist okay, da haben scheinbar auch schon unsere Gebete ein bisschen geholfen. Wir haben im März, April formuliert, zur Hölle mit der WHO und zur Hölle mit Bill Gates Foundation. Das sind die Gebete, die ich aus der Offenbarung heraushole. Dort steht, zur Hölle mit dem Antichrist und dem falschen Propheten. Und das Schwert von Jesus, aus dem Mund von Jesus, das ist nicht ein Metallschwert von einem Jesus auf einem Pferd sitzt im Himmel. Was ist das? Das sind wir, unser Sprechen ist das. Deshalb habe ich auch diese Formulierung, zur Hölle mit diesen Organisationen, zur Hölle mit dem WEF und mit der Agenda Great Reset, zur Hölle. Und die Leute, die sich nicht bekehren, diese Verräterregierungen, wenn die sich nicht bekehren, dann werden sie auch in der Hölle landen, alle, mit diesem Satansprogramm. Wenn ihr euch nicht bekehrt, bekehrt euch. Bill Gates, du kannst dich bekehren. Ich wünsche dir nicht mal die Hölle, du kannst dich bekehren. Es wäre viel nützlicher, wenn Bill Gates oder Klaus Schwab sich bekehrt und sagt, Leute, ich habe die Todesstrafe verdient für das, was ich bis jetzt gemacht habe. Ich tue Buße, ich habe mich zu Jesus bekehrt. Das ist alles falsch. Hört sofort auf, bekehrt euch zu Jesus. Das wäre nützlicher, als wenn sie einfach so gottlos weiterfahren und dann in der Hölle landen. Bekehrt euch alle zu Gott. Und wieso? Ich denke, dass der Westen trotzdem, sogar wenn wir den Lockdown stoppen und Covid öffentlich lächerlich gemacht wird und die ganzen Regierungen ihren Schwanz einziehen müssen und abhauen müssen und froh sein müssen, wenn sie nicht lebenslänglich in den Knast kommen,
Sogar wenn das alles jetzt gestoppt würde, geht der Westen unter. Und wisst ihr wieso? Weil ich nirgends sehe, dass Buße getan wurde, über sie getan wurde, über den Kindermord, Abtreibungen. Das ist immer noch gerechtfertigt überall und wird praktiziert. Diese ganze Satans, Ritualmorde, Kinderschänderei und Abtreibung muss stoppen, sonst geht diese Gesellschaft unter. Dieses Blut hat das Verderben gebracht von diesen Kindern, nicht Gott. Dieses Blut gibt Satan die Möglichkeit, diese selbstzerstörerischen Lügen und Agendas durchzuführen. Und wenn ihr nicht Buße tut als Volk und das so weit Buße tut in so einer Menge, dass das auch im Gesetz geändert wird, dann geht diese westliche Gesellschaft unter. Amen. Mehr brauche ich heute nicht zu sagen.